ständig und beobachte die Menschen. Ich habe früher, bin ich bewusst in einem Café oder im Lokal gesessen und habe die Menschen beobachtet, wie sie sich bewegen, wie sie sitzen, wie sie gehen, wie sie stehen. Das tue ich halt noch ganz unbewusst. Ich wohne hier mit meinem Atelier und meiner Familie in dem Industriegebiet. Ich bin gezielt hier in dieses Gebiet gezogen, habe hier neu gebaut damals. Vor 40 Jahren habe ich das Atelier gebaut, hier im Industriegebiet. Die Inspiration hole ich hier aus der Gegend. Auch hier bewegen sich Menschen, auch hier ist Betrieb. Es muss nicht unbedingt die Großstadt sein. Im Gegenteil, man hat zwischendurch viel mehr Ruhe und ich finde noch, hier in der Gegend ist es genauso interessant und inspirativ wie in der Großstadt. Ich habe figürlich angefangen in meiner Jugend und im ersten Studium nach dem Krieg haben wir überhaupt erfahren, dass es auch andere Sachen, auch andere Kunst gibt, auch andere Kunstrichtungen. Und während dem Studium hat sich das immer mehr zum Ungegenständlichen verändert. Und ich habe total ungegenständlich gearbeitet, lange Jahre, bis ich Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre wieder zurück zur Figur gegangen bin, weil ich einfach entdeckt habe oder bemerkt habe, dass das Figürliche mein eigentlich Metier ist. Das Ungegenständliche war nicht meine Welt. Mich interessiert die Bewegung und der Mensch überhaupt, wie er sich ausdrückt, wie er die Art, wie er läuft, wie er steht, wie er sitzt, wie er liegt. Er kann sich genauso gut ausdrücken wie durch andere Dinge, indem er sich nur sitzt oder bewegt oder geht oder steht. Zum Beispiel, ich mache bei meinen kleinen Figuren und bei den Großen eigentlich auch, oder nur ganz wenig. Ich mache keine Gesichter. Man sieht durch die Körperbewegung, kann man den Mensch genauso gut erkennen oder verstehen. Das Gerücht stellt an sich die Lebenswelt des Menschen dar, in der er sich bewegt. Sie klettern zwar hoch an diesem Gerücht, aber insofern ist es ihr Bewegungsraum. Und jeder bestrebt nach oben. Das ist an sich das Bestreben der Menschheit, nach oben zu kommen, rein bildlich. Und das soll dieses Gestell symbolisieren. Die Menschen klettern hoch, manche verweilen in der Mitte. Oder hängen oder sitzen und andere treibt der Ehrgeiz nach oben, andere stößt einen anderen runter und behindert ihn am Hochklettern. Und das ist das, was ich eigentlich ausdrücken wollte, das Leben, so wie der Mensch
überhaupt reagiert und wie er sich benimmt dem anderen gegenüber. Einer hilft dem anderen und der andere lässt ihn hängen.